So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Lübeck und es geht weiter mit der RSV Limo. Moin. Ihr seht so richtig motiviert aus beide. Ja, klar. Aber hallo. Guten Morgen. So, erstmal eine kleine Sache vorab. Wir freuen uns auf jeden Fall extrem, dass ihr unsere kleinen Gewinnspiele in den Kommentaren so annehmt. Waren, glaube ich, knapp 1000 Kommentare im letzten Video oder so. Und noch gab es ja keinen Gewinner, weil noch keine Woche rum ist. Aber wir haben uns in diesem Video jetzt wieder überlegt, weil wir ziehen das wirklich durch bis zur Essen Motorshow, dass Artyom sich auch beteiligen will. Er grinst schon. Nein, ganz viele von euch würden ja liebend gerne auch mal ein Baltic Carbon Teil besitzen. Jetzt können wir schlecht einen Kotflügel verlosen, weil A bräuchte man zwei. Und aber ein Dach geht ja. Aber Dach passt ja überall. Nee, wir haben uns einfach nur überlegt, ballert einfach wieder irgendwas Witziges in die Kommentare. Der Kommentar, der am meisten Likes nach einer Woche hat, pinne ich oben an. Der kann sich bei uns melden und ihr könnt ein, ich sage jetzt mit Absicht, Kleinteil zu Artyom schicken. Kleinteil? Ja, nicht, dass jemand... Kein Kleinteil? Eine Kugel wäre, glaube ich, ganz gut. Ein Kleinteil, Dekoteil, wie auch immer. Und Artyom wird euch das einmal komplett in Carbon beziehen und schön machen und schick machen, sodass ihr auch ein Baltic Carbon habt. Versuchen wir es, ne? Denke ich mal. Ja. Wir haben eine Kugel. Chris grinst noch, der ist im nächsten Video dran, der weiß noch nicht von seinem Glück. Da kann ich übrigens nicht. Nein, so habt ihr auch die Chance mal auf ein kleines Carbon. Ich glaube, das ist ganz cool. So, okay. Jetzt zurück im Text. Geht es um dieses krasses Teil, wo du dich mal wieder selbst übertroffen hast, alleine wegen diesen 1:1 wie original die ganzen Punktschweißungen, ne? Da könnte man fast so durch die Karosse bohren und einfach eine Niete durchziehen, so. Nein. Aber das wäre nach der ganzen Arbeit ein bisschen zu viel des Guten. Das Teil sieht, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, ich wollte eigentlich die Waage mitbringen, aber wir haben es schon gewogen. Das Teil wiegt ein halbes Kilo, sieht tatsächlich optisch, finde ich, schwerer aus, wenn man so sieht, ne? Zu viel Lack drauf, ne? Ja, ja. Muss ja alles füllen erstmal, ne? Gut, dass das der Lack von Chemie so gut ist, ne? Dass er keine Koffer hat. Ich habe versucht, die ganzen Löcher nicht zu spülen, aber. Auf jeden Fall 500 Gramm. Das Blechteil 1,5 Kilo. Also immerhin 1 Kilo weniger. So, klingt jetzt erstmal wieder nach absolut gar nichts, aber in Summe ist das schon, ne? Und dann kommt ja noch dazu, diese Optik dazu ist halt wirklich einfach. Da braucht man nicht mehr zu sagen, ne? Das ist schon schick schön, ne? Ich will nicht wissen, wie viele im Internet so rumfahren, die sich das Teil laminiert haben, damit es so in echt Carbon aussieht, so Show- und Scheinmäßig, ne? Aber das ist hat das eigentlich schon mal jemand gemacht? Ja, klar. Ja? Hm. Boah, krass, ja. Wie lange sollst du denn da rum? Ja, voll am Auto, ne? Da fängst du dann an, am Auto erstmal einen Motor ausbauen zu lamieren. Das ist ja bei den meisten häufiger der Fall. Das ist nicht ganz so schlimm, aber falls übrigens der eine oder andere fragt, warum ich wie Harry Potter aussehe, ich habe mir tatsächlich einen Hoodie so schnell über den Kopf gezogen, dass diese die Ösen, ja, jetzt habe ich keine Hoodie an, aber die Ösen. Nein, ich meine deine. Achso. Ist schon ein bisschen besser geworden. Aber die Öse von der Kapuze wirklich 1:1 so durchs Gesicht gezogen und ich habe es richtig so gemerkt, wie ich so einmal 2 Tagen hoffentlich wieder weg. Ja, nee, das ist schon wieder der Wahnsinn, wie das hier so passt. Wenn man das hier alles so anguckt, wie das so schon anliegt. Vor allem das Witzige ist halt, die Stellen, die original schon nicht anlagen, liegen logischerweise jetzt auch nicht an. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich sag mal, das Blechteil nachher irgendwie zu positionieren für die Abformung, ist ja auch so ein Glücksfall fast, ne? Wenn das jemand falsch anfasst an der Stelle irgendwo, dann verbiegt es auch. Aber das ist, wir fixieren das nachher ordentlich, dass es wirklich da überall anliegt. Und wenn ich jetzt hier so vorstehe, eigentlich kann man es immer noch gar nicht so glauben. Dass wirklich aus diesem Blechteil so nach und nach ein Carbon-Teil geworden ist. Oder ja, aus dem ganzen Auto Blechteil. Ganzen Auto, ja. So, nee, das ist schon wirklich. Gibt es so später zu kaufen, ne? Ja. Alles, wie immer. Da ärgern sich die ganzen Leute, die es aus dem Carbon bezogen haben. So. Können sie alles rausreißen. Ich sag mal, alles wieder rausreißen und rein. Wenn die Kunden mich fragen, sage ich immer, ich bin wie eine Schlampe. Für Geld mache ich alles. Nein, das ist schon wirklich. So, jetzt 2 Punkte, auf die wir unbedingt eingehen müssen. Einmal Punkt Stabilität. Das haben wir zwar damals eigentlich schon mal gemacht, als wir es rausgenommen haben. Wir sind eigentlich der Meinung, dass es stabilitätstechnisch auf gar keinen Fall schlechter ist und überhaupt die Frage ist, ob es überhaupt für die Stabilität gedacht ist oder einfach nur eine Abschottung zum Motorraum ist. Ne? Vor allem der Träger da unten, der ist ja eben halt so massiv hier drunter, so dass der wohl, dass der eher die ganzen Sachen da zusammenhält. Nicht eher, das ist so. Ja, das müsste dann halt nur die Blende halt sein, ne? Und das ist ja original auch
extrem dünnes Blech und auch von der Formgebung her alles andere, als dass es so gewollt wäre, dass das Ding irgendwie großartig was kann. Ne? Wenn es halt schief läuft, dann bohren wir es halt wieder raus und machen das. Kleben wir wieder Carbon rein, Blech rein. Das ist nicht so schlimm. Carbonblech, laminiertes Blech. Wir können das ja vorher laminieren. Deswegen. Ich glaube, es gibt wirklich Leute, die würden das denken, wenn die das Auto irgendwann mal vielleicht zufälligerweise auf einer Messe oder so sehen. Die würden wirklich denken, weil hier ist ja dann die Plastikabdeckung drauf, dass die wirklich denken, boah, Alter, hätte sich das selbst da drin laminiert. Ne? Das nächste Thema war ja das Leidige, was auch viele angezweifelt haben, viele geschrieben haben. Brandschutz. Mhm. Ne? Das ist Punkt 2, genau. So, deswegen, oder anders formuliert, eigentlich ist das ja der einzige Grund, warum das Ganze jetzt auch so lange gedauert hat. Ja. Weil du ja bestimmt ein halbes Jahr lang rumgerätselt hast, wie, wo, was machen wir mit diesem Teil. Ja, klar. Jeder weiß es besser, nur keiner kann eine vernünftige Aussage treffen und zu sagen, wie man es zu machen hat. Genau, also. Also man kann ja mal alles ein bisschen ableiten. Ja. Ne? So, und es gibt ja nicht viele Autos mit einer Spritzwand. Aus Carbon. So, und jetzt haben wir uns das versucht, irgendwie schon herzuleiten. Klar, man guckt erstmal, wo drauf kommt es an, was soll sie können und wofür ist sie überhaupt da und was nehmen denn andere, warum nehmen sie es? Und ja, deswegen hat es so ein bisschen, gibt es so ein paar Punkte, so eine Streitpunkte, die wir ja, überlegt haben, mit vielen Leuten gesprochen haben und unsere Meinungen, eigene Meinung ausdiskutiert haben, wo jeder, denke ich mal, am Anfang eine andere hatte, wo er dann irgendwie wieder zurückgerudert ist. Und denke, sind jetzt auch ein vernünftiges Ergebnis, womit wir leben können und sagen können, damit können wir leben, das ist gut so, das machen wir so, haben wir es gemacht. Ne? Der Punkt war einfach nur, dass normalerweise Carbon bzw. der Harz da drin schon recht stark und schnell und gut brennt. Wieder Harz oder fast. Genau. Harz, ne? So, das heißt, die eigentliche Faser brennt nicht, sondern nur der Harz. Genau. So, hat man ja auch an den Überresten von dem alten Auto gesehen, dass mehr oder weniger hättest die Teile wieder direkt eins zu eins in eine Form packen können, die Matten. Einmal gleich wieder durchdrängen. So, jetzt ist natürlich, man will niemals hoffen, dass sowas passiert, aber macht jetzt natürlich auch keinen Sinn, hier jetzt direkt über den Motor etwas zu bauen, was so leicht entzündlich ist. Ne? Mhm. Und dann sofort, es kann ja auch mal nur ein kleiner Brand sein, keine Ahnung, ein bisschen Sprit, Öl, Kabel, wie auch immer, ne? Was dann schneller geht, als man denkt. Und deswegen hat Artyom nämlich so lange nach einer Lösung gesucht und es gibt tatsächlich ein Harz, der nicht brennt. Genau, ein feuerfestes Harz haben wir da gewählt. Da hat uns der Dominik Dirkes von der Firma DD Compound ein bisschen weiter geholfen und unterstützt, sage ich mal. Ja, dieses Harz, das können wir ja nochmal vorführen, erlischt nach dem Brennen. Also es, klar, es fängt an zu brennen, wie jedes andere auch, aber es geht dann aus. Geht gleich wieder aus. Genau. Solange die Flamme nicht draufgehalten wird, erlischt das von allein. Weißt du so ein bisschen was zu, warum das so ist, was daran anders ist? Nee, so weit tief bin ich da nicht in der Materie, muss ich auch ehrlich sagen. Und das wärst du auch nicht so einfach gesagt bekommen. Das ist schon eine, sagen wir mal, eine Formulierung, die nicht jeder unbedingt rauskommt. Verstehe ich auch. Aber es ist, ich sage mal auch, irgendwo ist auch mal Schluss und ich muss nicht überall drum rumwühlen. Ich will kein Fahrzeug entwickeln, ich will Teile bauen, ich muss einfach nur wissen, was es kann. Genau, das war ja beim Kladak halt das gleiche Problem. Der Kladak würde ja als nächstes brennen. So, und dann brauchten wir wieder einen speziellen Kladak, der genau die gleichen Eigenschaften hat, damit das natürlich auch nicht passiert. Mhm. Weil sonst würde ja, sag mal, der Kladak dann einfach brennen und dann hätten wir ja diese Flamme. Ja. So, und jetzt haben wir natürlich dann wieder einen Hersteller gefunden, der dann uns einen Kladak liefern konnte, wo das natürlich nicht brennt. Also so ein Brandschutz, also das ist Brandschutz-Kladak, der, sag mal, im Messebau verwendet wird. Nicht, dass jetzt hier haufenweise Firmen bald anrufen und euch noch als Brandschutzbeauftragter haben wollen. Also. Oh, kein Problem, wir machen alles. Wir machen alles. Ja, hast du gerade gesagt, für Geld machen wir alles. Also. Nein, okay. Sonst so Eigenschaften? Weil anfassen tut es sich ja eigentlich genauso. Reicht aus für das Teil. Ja. Ne? Also, aber ist schon schlechter, theoretisch. Nö, okay. Das nicht. So gibt auch schlechtere. Nein, aber es gibt ja auch verschiedene Eigenschaften von Harzen. Aber wie wir schon besprochen haben, wir wollen jetzt nicht spezifische Kräfte aufnehmen. Und bei diesem Bauteil. Mhm. Mehr oder weniger ist es eine Abdeckung. Mhm. Ne? Es ist eine Isolation zu unserem eigentlichen, wie nennt sich das, Wasserkasten? Ja. Wasserkasten. Ja, Wasserkasten. Batterie, ne? Und Elektronik. So, und was soll das, ne? Brauchen wir auch gar nicht uns mit wirklich beschäftigen, welche Kräfte es überhaupt aufnehmen kann, so in der Regel. Ne? Dann hätten wir auch ein bisschen mit den Fasern spielen können, wollen, und sollen. Ne? Aber Verarbeitung? Lässt sich ein bisschen anders verarbeiten von dem Verfahren her, weist andere Eigenschaften, ein bisschen dicker auf, aber es heißt auch nicht zu heißen. Ist alles möglich, ne? Aber man muss sich nur ein bisschen rantasten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch für das Teil nur einen Versuch gebraucht. Hätte aber auch anders kommen können. Ne? Muss man erstmal sich rantasten, wenn das andere Fließverhalten hat. Das wurde jetzt per Infusion auch wieder hergestellt.
wenn das andere Fließverhalten hat und Toffzeit und überhaupt Reaktionszeit, wie sich das überhaupt verhält, hätte es auch schief gehen können. Vorab habe ich es natürlich angemischt, habe es mir angeguckt, wie verhält sich das. Zweimal von einem Becher in den anderen gekippt, stehen lassen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich machen, so schnell muss ich ungefähr. Habe ein bisschen Eindruck gehabt dem Harz und dann habe ich das gemacht. Und dann hat es funktioniert. Also hat sich Erfahrung wieder ausgezahlt. Bis auf 1000 Löcher, die Chris gesagt hat, die er mit Klarlack zufluten musste. Oh, irgendwann ist ja immer, ne? So, okay, pass auf. Also, jetzt gucken wir uns mal deinen Versuch an, den wir gemacht haben. Wir haben ja jetzt mal ganz stumpf zwei Platten. Mhm. Eine Platte mit einem Formbauharz, Hochtemperaturharz, was ein bisschen mehr Temperatur kann als gewöhnlich, und eins halt dieses Brandschutz. Ne? Mhm. Und ich würde mal sagen. Achso, also das ist kein normaler Harz, sondern auch schon ein besserer. Ja, mit höherer Temperatur. Mhm. Was mit der höheren Temperatur, beziehungsweise höheren TG, das heißt die Temperatureinwirkung, bis es überhaupt anfängt aufzuweichen, die Matrix selber. Mhm. Und das ist halt wirklich das. Erlischt dann nach dem Brennen, also sobald es brennt. Wir gehen jetzt mit einer Flamme drauf, vom Brenner. Jeder weiß, dass sich das vorstellen, also jeder kann sich ja vorstellen, was da überhaupt, was das überhaupt passiert, wenn du es irgendwo überhaupt gegen hältst. Ja. Ne? Und das ist schon extrem. Mhm. Also wenn das der Zustand ist, irgendwo im Motorraum, dann haben wir ganz andere Probleme. Ne? Ja, dann brennt das ganze Plastik eigentlich schon alles und so weiter. Genau, das ist einfach nur zum Verdeutlichen, dass es sowas geht. Ja, genau, für die Zuschauer, damit die es überhaupt vorstellen können. Wir machen das jetzt mal hier ganz kriminell. Schon Feierabend. Ja, stimmt, das Gemisch noch nicht ganz. Nehmen wir mal voll auf. Ja, das ist was normal, ne? Da sieht man das. Ja, das blendet immer schön fleißig weiter, ne? Stinkt aber. Wissen wir die? Das war das, was normal brennt, ne? Und das ist dieses Feuerschutz. Natürlich im ersten Moment entflammt das genauso wie das, ne? Also weil ich die Flamme wegnehme, geht das auch. Ne? Ein bisschen irgendwie wie so selbstlöschend oder so, ne? Genau. Ne? Siehst du? Das andere, bevor ich das nicht ausge... Ja klar, es hat dann irgendwann... Es riecht auch anders. Ja, du solltest es nicht riechen. Jetzt auch, kommen bestimmt wieder zigtausend Kommentare mit oder ohne Maske und bla. Ja, es ist jetzt hier ganz schnell. Ja, aber ich denke mal, mehr brauchen wir jetzt noch nicht zeigen. Ja. Das ist klar. Also es kann auf jeden Fall deutlich mehr, beziehungsweise eigentlich kann es gar nicht brennen. Es kann nicht mehr, also dann, es ist einfach Feuerhemd oder es geht dann aus. Ja, ne? Ja. So, ein weiterer cooler Punkt ist, das ist quasi wie Weihnachten hier. Du hast jede Menge Carbon-Teile mitgebracht. Ja. Jetzt muss einfach noch mal einmal so eine Tür wieder hochheben. Vor allem, man wird so schnell von diesen Carbon-Teilen immer verwöhnt, ne? Dass du denkst, ach, ist ja eigentlich schon ganz schön schwer, ne? Bis du dann aber mal wieder eine Blechtür hochhebst, ne? Und dann halt erstmal wieder realisierst, wie die. Kannst du daran erinnern, wie wir die gebaut haben, ne? Mhm. War schon wieder lange her, ne? War ja noch ganz, schon vergessen, wie ganz zu Anfang war das noch, ja. Ich würde auch tippen, anderthalb Jahre oder so, das ist bestimmt schon eher. Auto voll mitgebracht, ne? Alles so. Ich sehe noch schon wieder die nächsten. Mhm. Schneller an den Stücken. Alles, was mit den Jahren nach und nach kam. Ja, ja. Das war ja auch, was viele haben ja immer gefragt, beziehungsweise gesagt, es müsste jetzt ja eigentlich ratzfatz schnell gehen, wieder so ein Auto zu bauen, ne? Weil theoretisch ja schon alle Formen fertig. Ja. Theoretisch ja, praktisch fehlte aber die Form von der Spritzwand, es fehlte die Form von den beiden Seitenteilen, die Form von der Mulde hinten und so weiter. Das war schon gut Action, bis das jetzt alles wieder so war, wie es war. Ne? Ja, und praktisch wissen die Leute noch gar nicht, was wir wirklich vorhaben. So. Wie Moto. Genau. Nee, immer wieder. Ja, immer wieder vorne. So ziemlich alles, fast alles mal fertig, ne? Solche Sachen wie dieser Träger, ne? Ist er noch mal dicker geworden wieder? War das schon immer so dick? Nö, der war schon. Ich hab's schon vergessen, ne? So der ist jetzt ja wirklich so, den kannst du doch so auf den Boden legen, kannst du auch fast mit dem LKW drüber fahren, ne? Ja, da kannst du dich raufstellen, das ist. Boah, das ja, jetzt können wir das nicht natürlich wie nehmen. Ja. Aber theoretisch, ne? Also der kann schon was, ne? Das ist nicht das Ding. Ich glaube fast, dass der Boden nicht kaputt geht. Im Endeffekt. Bodenbeschichtung.
Für uns ist es ja eigentlich, du hast ja immer gesagt, ich will das Ding nur, dass das die Stoßstange hält. Ja. Ja, aber so ein bisschen was muss das Ding ja auch können, ne? Hatte ich ihn überhaupt drin? Ja, kannst du gar nicht weggelassen haben. Hätten wir das schon mal erklärt. Jetzt geht es weiter. Wir wollten heute noch ein paar Sachen einkleben. So, da haben wir unseren Klebemeister Dirk wieder von Sika mit am Start. Moin. Der wuselte gerade schon ein bisschen im Hintergrund mit. Und als allererstes, sowas sieht man selten, der Herr hat sich vorbereitet und hat tatsächlich ein paar Kommentare aus dem letzten Video mitgebracht. Ja, tatsächlich. Also man wird ja ein paar Sachen gefragt ab und zu mal. Ich dachte auch, in ganz paar Sachen kann man ja mal eingehen. Ja, ich finde das perfekt, so die perfekte Vorarbeit. Irgendwas Spezielles, was du am amüsantesten findest oder was auf jeden Fall? Tja, ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen. Also der zum Beispiel ist gut hier. Sika Flex mit Primer ist fast wie Schweißen. Da klebt wirklich krass. Ja, also wir kleben hier im Moment gerade, wenn wir strukturell kleben, nicht mit Sika Flex, sondern mit Sika Power und zwar ohne Primer. Dann sind wir wirklich ganz schön nah am Schweißen. Mhm. Sika Flex ist eher, was ich letztes Mal schon mal erklärt hatte, für flexible Verklebungen gemacht. Wenn wir zum Beispiel Scheiben reinkleben, Sika Tac oder Sika Flex, wenn wir Dinge beweglich miteinander verbinden. Das heißt, theoretisch ist der Kommentar von seiner Aussage her falsch. Nicht unbedingt falsch, aber nicht für die Anwendung, die wir hier genau, jetzt machen. Genau, also es also passt nicht ganz. Also er schreibt krass, aber es geht eigentlich krasser. Es geht krasser und wir machen krasser. Und dann haben wir hier noch einmal, sollte da bei der Tankdeckelöffnung nicht auch Klebstoff sein? Nein, denn die Tankdeckelöffnung, ne, die Mulde dafür praktisch, ist mit dem Innenblech nicht verbunden, war nicht verbunden, gehört nicht verbunden, kommt eine Gummidichtung zwischen. Also das ist korrekt, dass die Teile nicht zusammengefügt sind. Das war quasi Außenblech und Innenblech. Ich erinnere mich noch dran, da hatten wir darüber gesprochen, ob wir einen Klebepunkt hinmachen oder nicht. Ja. Aber ich persönlich finde es auch gut, dass keiner ist, weil so mit Wärme, wenn das doch irgendwie, genau, wenn das da in der Mitte, man sieht das ja zum Beispiel bei der Heckklappe und Motorhaube, hat man das auch immer so ein bisschen, das von innen der Rahmen reingeklebt und mit der Außenhaut und da ist es halt schon so, dass das so ein bisschen arbeitet, zieht und so weiter. Ne? Xerox X hat vor einem Monat Stahlverkleben mit Punktschweißen in Verbindung ein bisschen genauer erklärt in den Kommentaren. Der Kommentar ist so, wie da steht, fachlich total korrekt. Wir haben es nicht ganz zu Ende kommentiert, weil wir ja nicht Stahl auf Stahl geklebt haben. Mhm. Ich hatte gesagt, dass der Klebstoff punktschweißfähig ist. Ist er auch. Das hat der Kollege Xerox ausgeführt. Vielen Dank dafür. Also gut recherchiert. Mhm. Okay. Moin ihr Lieben. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso einen Kunststoff-Haftprimer? Fragezeichen. Ja, Kunststoff-Haftprimer kann höchstens sein an den Stellen, wo wir Abdichtungen haben, die später überlackiert wurden zum Beispiel. Da macht es sich ganz gut. Wenn solche Abdichtungen lange genug drin sind, dass man die aktiviert, um sie dann überzulackieren, das kann man mit einem Kunststoffhaftprimer machen. Was unsere Verklebung anbelangt, die ist hier ohne Primer. Okay, und jetzt kommen noch jede Menge witzige Vergleiche. Du scheinst scheinbar diverse Ähnlichkeiten zu haben. Ja. Ist das der Bruder von Eckhard von Hirschhausen? Ich muss das sehr bitten. Sagt mir persönlich ehrlich gesagt nichts. Ich hätte da jetzt gerade kein Bild vom Kopf. Ja, ein Comedian, der auch Arzt ist. Also, So, der nette Herr von Sika erinnert mich ein wenig an den jungen Imperator. Haben wir eine Foto? Ja, selbstverständlich. Ich bin da vorbereitet. Warte mal, ich mache mir hier. Also, es handelt sich um diesen Herrn hier. Star Wars in jungen Jahren. Soll ich mich. Warte, können wir das mal so. Oh, doch. Ein bisschen. Oder? Das ist die junge Version in späteren. Das ist natürlich. Ja, ich weiß auch nicht. Also der sieht später so aus und wenn das mein Rentenalter wird, dann freue ich mich schon mal. Aber nee, so siehst du aus, wenn wir noch drei Autos bauen, dann nochmal so ein Video. So, da waren auf jeden Fall diverse Kommentare zu. Ja. Hier hatte ich eine kleine Kleinigkeit, das habe ich nochmal ein Datenblatt ausgedruckt. Das ist wirklich eine Kleinigkeit. Ich habe mich beim letzten Video einmal kurz versprochen. Kommt vor. Ich habe einen falschen Wert angesagt. Ich habe was gesagt zu Zugkräften von dem Klebstoff. Die sind höher, als ich gesagt habe. Höher? Höher. Und deshalb habe ich hier nämlich ein Datenblatt ausgedruckt und einen Teil davon vergrößert. Nämlich der, wo die Zugfestigkeit steht. Und die habe ich mit 19 Newton pro Quadratmillimeter angegeben, aber sie liegt bei 24. Das zieht aber nur was von oberkrass. So. Wir haben auch direkt wieder das E-Modul runter, was hier einer noch neulich so schön. Das hat auch jemand schön erklärt hat. Wir wollen es aber nicht zu weit. Nee, das ist schon zu spät heute. Das. Okay, gut, lassen wir das. Der Dirk von Sika sieht aus wie Herb von Tour of Half-Man. Ja, auch da bin ich vorbereitet. Kann man sich drüber streiten, vielleicht ist es so. Ich versuche mal so zu gucken. Ja, ja. Also ich finde schon, ja. Danke dafür. Dass Sika auch Betonchemie macht, hat jemand geschrieben, dass es wohl war. Sika ist in Betongeschichten ein wirklich
Riesenplayer. Mhm. Da sind wir hier mit unserer kleinen Automotive-Klebeabteilung ganz klein. Also müssen wir doch noch ein bisschen Häuser und Hallen bauen. Arthur ist ja hier gerade dabei. Das brauchen wir dann, wenn das Auto so leicht ist, dass wir Beton reinkleben. Beton, genau. oder einen Radiator halt hinten reinschmeißen. So, okay, nein, wir sind leicht vom Schuss abgekommen. Eigentlich wollten wir noch was machen heute. Und zwar die Sachen einkleben. So, wie gehen wir vor? Ich sehe schon, hier habt ihr wieder ordentlich blank geschliffen. Also nichts auf KTL kleben. Nee, genau. Am Dach oben, also ich sag mal, entgegen meiner Wünsche, kleben wir da direkt auf das Blech. So, weil ich, wenn es an mir ging, ich traue dem Ganzen ja nicht wegen Rostschutz und allem, aber Dirk schwört da drauf und sagt, das geht. So, also vertrauen wir mal drauf. Ja, aber ja, Garantie von Sieger jetzt. Ganz genau. Also auch da gehen wir, da hatten wir auch Kommentare zu, ne? Es wird sehr wohl auf KTL geklebt und es gibt auch Fahrzeughersteller, die das vorschreiben. Und diese Vorschriften, die schwanken ab und zu, das wird geändert hin und wieder mal. Da wir die Zugkraft definiert haben vom Klebstoff und uns auf den Korrosionsschutz auch verlassen, sagen wir, das ist der sicherste Weg, das so zu machen, wie wir das hier tun. Mhm. Deshalb machen wir es auch. Als wir das 1.0 Dach eingeklebt haben, hatten wir es auch blank gemacht, ne? Nee, da haben wir das so gemacht, wie, BMW, lackiert wie BMW das vorgeschrieben hat. Das heißt, wir haben das vorher lackiert und haben dann auf dem Lack verklebt. Ich erinnere mich. Wir haben es rausgemacht, dann erstmal nochmal nach Hause, da in der Zeit hast du alles lackiert und vorbereitet, dann haben wir es nochmal eingeklebt. Wenn man auf Lack klebt, muss der Lack natürlich wirklich ausreagiert sein. So, und jetzt sind wir dann... Gut lackiert sein. Da kenne ich jemanden, der sowas hinkriegt. Auch irgendwann in der philosophischen Variante, die Verantwortung für die Konstruktion selber bleibt immer beim Konstrukteur. Ne? Dass der Klebstoff auf einem unteren klebt, da kann man sich drauf verlassen. Mhm. Was die Konstruktion insgesamt, wie sie gebaut ist, nachher können muss der Konstrukteur entscheiden. Das heißt, für uns ist jetzt aber wirklich extrem wichtig, dass da so viel Kleber drauf ist, dass zumindest alles, was jetzt blank ist, abgedeckt ist. Richtig. Okay. Wie bei den Seitenteilen ja auch. Da hatten wir es ja auch einmal übergewischt, dass wir, sag mal, das Blech grundiert haben mit dem Klebstoff und haben dann ja auf das oder auf die Seitenteile ja auch den Klebstoff nochmal extra aufgetragen, damit wir auf jeden Fall den Kraftschluss denn da haben. Wie, der Klebstoff hier, wie ist der, wenn der hart ist, also wenn der fest ist, ist der dann, das ist eher so ein harter Klebstoff. Ja. Ist das der gleiche Klebstoff jetzt wie vor dem Seitenteil? Ja. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ja. Genau. Den nehmen wir aber für die Spritzwand auch. Den nehmen wir für die Spritzwand auch. Mhm. Klebst du damit auch die Türen und sowas auch zu? Würde dafür auch gehen? Dafür würde auch gehen. Also Carbon auf Carbon geht theoretisch auch. Natürlich. Aber Sieger hat noch nichts geschickt. Du hast dich gefragt, da steht's. Für die nächsten Teile. Okay, aber auch witzig, dass man dann den gleichen Klebstoff für Carbon auf Carbon wie auf Carbon auf Blech nimmt. Also ist es dann doch scheinbar relativ ähnlich, muss man sozusagen. Denke ich mal, oder darf ich, oder möchtest du? Bitte. Also ich denke mal, es ist nicht so schwer, zwei gleiche Materialien miteinander zu verbinden. Mhm. Es ist eher schwer, zwei unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Das hatten wir auch schon mal in den vorigen Videos ja auch schon gesagt gehabt. Mhm. Und in diesem Fall funktioniert das. Das heißt, wenn logischerweise Blech auf oder Carbon auf Blech funktioniert, funktioniert Carbon auf Carbon auch. Das ist richtig, genau. Wenn wir ein Substrat kleben können, dann können wir es auf der anderen Seite auch kleben oder ein anderes nehmen. Wir können mit dem Klebstoff problemlos auf Stahl, auf Aluminium, auf Carbon, GFK kleben. Auch auf diesen Faserplatten, diesen Siebdruckplatten für Anhängerbau, diese Holzplatten auf dem Boden und so, die können wir damit auch kleben zum Beispiel. Mhm. Ja. Also wir haben viele Anwendungen, wo das funktioniert. Und durch dieses breite Haftspektrum haben wir hier ein prima Produkt. Mhm. Okay. Anwendung ist auch nicht weiter schwierig. Ne? Wir schleifen das blank, wir machen sauber. Das sieht jetzt ja einigermaßen sauber aus. Dann haben wir hier wieder den rückstandslosen Reiniger, den 208. Eine Sache fällt mir noch gleich ein. Da gab es auch wieder ein paar Leute, die kritisiert haben, dass wir den Kleber, oder ich weiß nicht, wer das letzte Mal gemacht hat, auf den Carbonteil verschmieren. Mhm. Das ist richtig, man muss es nicht machen. Hier ist es wie ein Korrosion, da müssen wir es verteilen. Mhm. Auf den Carbonteil muss einfach nur eine Raupe drauf, die sich näher platt drückt beim Anlegen. Ja. Ne? So. Das Verschmieren hat nur die Eigenschaft, dass es die Korrosion verhindert oder deckt, ne? Das Metall deckt. Genau. Letztes Mal war jemand wohl zu aufgeregt und hat das dann wohl auf dem Carbonteil verwischt. Passiert, ist aber auch nicht so schlimm. Ne? Man macht damit ja nichts falsch. Nein, das ist richtig. Jetzt kannst du wirklich nicht rosten. Genau, das war unten raus noch gar keinen Fall. Ich will diesmal nicht rosten. So, wenn wir jetzt reinigen, wir so ein Teil, ich habe den Reiniger hier drauf, auf dem sauberen Putzpapier, ziehe das hier einmal rüber. Und dann sehen wir schon, da gibt es noch allerhand zu reinigen. So. Wenn ich das aber nochmal mache, hier unten, dann sieht man,
kaum noch Reste, also das ist dann schon gut sauber. Und so ziehen wir um die Flächen rum. Wenn wir ganz sicher gehen wollen, machen wir das zweimal. Und dann haben wir schon mal die Reinigung erledigt. Habt ihr bei Sika da mal Versuche zugemacht, wie stark die Zugfestigkeit nachlässt, wenn man das nicht richtig sauber macht? Das kann man schlecht definieren, weil ja irgendwelche Reste drauf sind. Und welche Reste drauf sind, kann ich vorher nicht sagen. Aber wenn zu viele Reste drauf sind, irgendwie die Haftung stören können, dann kann man die Haftung schon wirklich massiv stören. Massiv, also das, so also, wie das man typisch kennt, wenn man was schlecht geklebt oder gar nicht geklebt hat, das einfach gar nicht hält. Ja, genau. Oder mit Bremsenreiniger. Bremsenreiniger da drauf wäre die Vollkatastrophe, weil der immer so einen Schleier hinterlässt. Das ist wirklich ein Haftungsverhinderer. Also ganz wichtig, immer vernünftig reinigen vor dem Kleben. Nicht mit Bremsenreiniger? Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß ganz genau, wenn ich das nächste Mal etwas kleben werde, werde ich trotzdem Bremsenreiniger machen, weil ich gar nichts anderes zur Hand habe. Ne? Aber wenn du dann die Wahl zwischen 20W60 und Bremsenreiniger hast, ne, sagst du dir, aber der ist ja Bremsenreiniger vielleicht doch ein bisschen besser noch. Auf jeden Fall. Warum nicht mit Bremsenreiniger? Der Bremsenreiniger, der lässt immer, sag mal, ein Schmierfilm, wie er das auf Bremsen ja machen soll. Damit du da sozusagen mal noch einen Schutzfilm drauf hast. So, und den brauchst du und so, und den willst du natürlich aber nicht auf einer Klebefläche haben. Mhm. So, wenn man das dann macht, oder viele machen das ja immer so gut. Ja, wir kennen das ja selber, eben halt aus dem Werkstattbereich, da machst du deine Schrauben sauber, Loctite drauf, klebst ein, ja, funktioniert, aber wird nicht halten. Okay. Und beim Scheibenkleben genau das gleiche Problem. Und es macht trotzdem jeder. Ja, und es macht trotzdem jeder. Und Chris macht das auch, oder erzählt das jetzt anders? Ich habe es gleich zugegeben. Ich habe gleich gesagt, ich werde beim nächsten Mal, wenn ich das Kleben wieder stehen und noch an die Worte denken. Wir haben den Fehler genauso gemacht. Werden wir den Bremsenreiniger rausziehen. Fürs Gewissen. Also bei irgendwelchen Verklebungen, die strukturell wirklich was halten sollen oder die vielleicht überlebenswichtig sind, wie bei einer Frontscheibe, da verstehen wir dann keinen Spaß und sollte man schon im System bleiben. Ruf ich lieber Dirk an, dann kommt man weg. Ja, vielleicht habe ich ja auch noch sowas dabei dann. Vielleicht kriegst du mal eine Dose. Ja, das Problem ist immer, genau in dem Moment, wo du es dann brauchst, ist die Dose wieder nicht auffindbar, weg, leer, verstopft. So, ne? Das ist halt so das Problem, wenn du es nicht jeden Tag brauchst. Dann nimm lieber Verdünnung. Ja, aber die ist auch nicht da. Ja, ist auch nicht, nichts lackierst und so, nichts mit Lack zu fest. Ja, ne, trotzdem jeder braucht keine Aceton zum Schweißen. Der zieht das so durch. Sieht das auch aus. Dann nimm Aceton. Ja, klar, wenn da, dann. Aceton oder Heptan? Ja, das Testbenzin. Genau, das heißt, gut, Aceton ist ja gängiger, denn sicherlich. Ja. Also Baumarkt kaufen. Auch leicht zu besorgen. Oder Dose war auf, wenn ich das nächste Mal aufdrehe, ist sie leer. Testbenzin kriegst du dann auch. Das ist auch 100% zu dir. Das ist auch Standardtrick. Nein, okay. Vorbereitet? Wir haben geeinigt, wir können mal Klebstoff. Hier logischerweise genau das gleiche. Jetzt ein bisschen schleifen. Ach genau, hier müssen wir nochmal nachschleifen, ne? Ja. Bei den Carbon-Teilen müssen wir ein bisschen schleifen. Carbon ist manchmal ein bisschen schwer zu schleifen. Ne? Das Harz ist hart. Ist ganz gut, wenn man Schleifmittel hat, was das dann auch kann. Aber es kann nicht brennen in dem Fall. Ich kann ja so schnell schleifen, dass es anfängt zu brennen von der Reibung. Das will ich nicht. Fünferwette. Okay. Ja, ich höre 10er. Ich habe es für 2,50. Ich mach's nicht nochmal. Verdammt. Okay, bei Abend. Ich schaff's nicht. Also hier haben wir ein Diamantschleifmittel, was das also wirklich leicht anschleift. Und dann haben wir auch eine vernünftige Haftung. Sia Carbon heißt das Material. Diamantschleifmittel, heißt das wirklich, sind Diamanten drin? Ja, oder nur Schleifkorn hier drauf ist Diamant. Ist richtig Diamant. Industriediamant, das ist korrekt, aber es ist Diamant. Ist aber Diamant, okay. Nichts anderes, keine Mischung oder so. Wenn man mit der Lampe so ein bisschen drauf rumfuchtelt, dann glitzert das sogar. Ist auch nicht lupenrein, habe ich schon geguckt. Eine Kette von machen. Gibt es da Nachweise, wo die Diamanten herkommen? Ja, ich auch. Das heißt, wenn du das jetzt nicht anschleifen würdest, wie viel schlechter wäre es vom Verkleben? In Prozent ausgedrückt? Ja, na, ich sag's mal so, eher aus Erfahrung aus dem Bauch geschätzt. So würde es mal eher so sein. Es wäre Moppelkotze. Also wäre schlecht. Ja. Macht wirklich so, dass man das wirklich so. Kann man sagen. Na gut, die Chance ist ja 50-50, ne? Ja, man hätte jetzt auch das. Könnt ihr da nicht mal, wenn ich mir bei der Firma Sika noch was wünschen darf, ich würde mir nochmal wünschen, dass wir solche Versuche nochmal machen können. Fände ich irgendwie geil. Was für Versuche? Ja, sowas. Dass man mit Absicht mal, dass man mal so die Profi-Version klebt und einfach mal so. Ja. Dann mal Bremsenreiniger, so dass genau, man. Genau, mal Bremsenreiniger. Ja, was man am schlimmsten versauen kann. Anziehen. Können wir mal ein bisschen spielen. Das wäre, wenn es ja bei euch in der Abteilung gibt oder irgendwie sowas, die sowas macht, einen Versuch, Testlabor. Ja. Schön mit öligen, schmierigen Fingern verkleben. Genau. So richtig, ja, so. Wie man das in der Werkstatt so macht. So richtig. Lass mich telefonieren. So, das glaube ich auch, würde die Leute definitiv mal interessieren.
weil es halt wirklich mal einfach irgendwie so Werkstattalltag ist, ne? Mhm. Weil, wie gesagt, ich weiß ganz genau, der Tag wird kommen. René kommt rein, lass mal was kleben, wo ich die Bremse reinziehe. So. Wir haben noch alles getroffen. Man hätte es auch, man hätte ein Abreißgewebe drauf machen können im Prozess. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal ja, erwähnt. Ja, an der Mulde hinten. Dass wir es abziehen, hätten wir die Rauchheit da. Aber so, da wusste man ja noch nicht wie und was. Und dann ist es gut und dann muss man das auch. Ja. Kann man ja auch anschreiben. Schäbst du dich eigentlich gar nicht fürs Elektro-Tuning hier? Nee. Nicht. Oder aber kurz nicht mal ein bisschen. Stell mal einmal hier dein neues Projekt vor. Ja, wir haben hier einen Audi 8 gebaut. Chris hat auch endlich eine 8. Geh mal ein bisschen weiter weg, damit es in echt aussieht. Achso. Ja, und den haben wir natürlich dann umgebaut von 6 Volt auf 2x12 Volt. Ja, wir haben den Sitz dann auch ein bisschen leichter gemacht. Ja, klar. Hat er mich wieder gezwungen, genötigt. Ja, dann nehmen wir halt 2 12 Volt Motoren rein. Der Sitz ist aber ganz schön für unten breit und oben schlank so, ne? Ja, na gut. Aber 6 Gang. Muss ja sein. Aber deine Tochter ist ein bisschen schlampig, so kaputt gefahren, wie sie den fliegen. Ja, oder wie die Eiern halt überall. Da sitzt Chris aber drin. Nein, aber nein. Das ist, wenn man genug Geld hat. Original nur ein Motor drin. Original ist ein 6 Volt Motor drin. Ein Rad ist angetrieben. So, und wir haben das dann auf ein Rad. Ein Antrieb. Rad, ja. Und da hast du ja irgendwann hier nach ein paar Bier gedacht, jetzt flanschen wir mal. Halt mal mein Bier, habe ich gesagt. Einen zweiten 12 Motor rein. Wir müssen hier 12 Volt rein haben. Ja, aber meine Tochter hat gleich bei der ersten Fahrt gesagt, ja, Papa, irgendwie ist das total lahm. So, dann haben wir das reingebaut, so, und dann habe ich erstmal eine Probefahrt gemacht, das Auto, ja, also ich sag mal, das sind so aus einem Geländewagen die Motoren und Getriebe, so, die können halt ein bisschen was ab, so, und da ist der Anzug so doll gewesen, von aus dem Stand raus, dass sie gesagt hat, sie will damit nicht mehr fahren. Dann haben wir uns immer hinten raufgesetzt, damit das dann vorne hochkommt, so, das fand sie als witzig, so, und dann ist sie damit wieder gefahren. Jetzt ist das Ding wieder zu nah. Und jetzt bin ich am Überlegen, was ich jetzt noch mache. Jetzt können wir halt eigentlich nur noch große Motoren reinbauen. Das heißt, da ist richtig Unterschied zwischen 1x6 und 2x12? Ja, das merkt man sofort, weil sonst läuft das so 4 km/h ungefähr. So, und jetzt läuft das ungefähr 8 bis 10. 85. Ja, jetzt läuft es so 85. Nee, deswegen, ich hatte ja schon überlegt, ob ich da Braschless-Motoren zwei große reinbaue. Mhm. Dann müssen wir aber ein Poti als Gaspedal haben, weil sonst hast du wirklich nur Vollgas und gar nichts. Ja. So, und aber das muss ja alles fahrbar bleiben, ne? Mhm. Weil du hast ja keine Bremsen und wenn das Ding nicht bremst, dann ist halt Katastrophe. Und die Lütten, die schätzen das ja nicht ein. Den Lack finde ich am coolsten. Aber den haben wir ja so ein Thermolack haben wir ja hier drauf. So, und der wird dann bei Wärme, wird er halt durchsichtig. Und die echten Niederquerschnittsreifen, die sind auf jeden Fall auch drauf, ne? Natürlich. Also das ist doch hier 2,35, 10, 20. Ja, das Auto hat die Lütte selbst bemalt. So, wir hatten das dann alles vorlackiert. Natürlich müssen auch Einhörner drauf, wie sich das gehört. Ja, das da drunter hat sie quasi selbst drauf gemacht und du hast genau. Dann den Lack drüber. Genau. Wie viel Grad braucht der, um so zu werden? Das kann man oder kann man halt verschieden bestellen. Also es gibt den Tag immer schon ab 30 Grad, dann ab 50 Grad, 60 Grad und höhere Temperaturen. Weil cool wäre halt schon, wenn du es draußen in die Sonne stellst, dass es dann noch einmal so aussieht, ne, im Sommer. Genau, so, also das ist ja auch, das trifft hier auf jeden Fall zu. Sobald das Ding in der Sonne steht, wird das Ding komplett vorn. Ja, schön. Kleine Explosion. Hätten wir mit der Limo auch so machen können, oder? Auch in der Farbe? Ja, aber dann mit einem Doppel-Einhorn vorne. Zwei Horn. Und in Pink. Nee, deswegen farblich gibt es da halt auch noch Möglichkeiten. Deswegen, weil das hier mit dem Pink hat eigentlich noch keiner hingekriegt. So, bloß ich habe ja wieder experimentiert, dass das so funktioniert. Weil eigentlich ist das nur schwarz oder blau. Und der Motor ist leider auch nicht der richtige. Aber immerhin V10 hier drin, ne? Mhm. Ja, muss doch. Kennst du nicht wenigstens? Also ich hatte schon überlegt, ob ich da noch zwei Motoren, ob ich noch zwei kleine Turbolader reinkriege. 10 kleine Motoren hättest du so reinmachen müssen wenigstens dafür. Aber wenn das fahren würde, würde ich das machen. Ja, weiter geht's. Ja, eigentlich geschliffen, gereinigt, hast du auch schon? Mhm. Gleiche Reiniger? Egal welcher Reiniger. Untergrund, immer gleiche Reiniger. Ja. Okay. Das ist ganz schön, wenn man ein bisschen Sicherheit im Verfahren hat und nicht tausend verschiedene Methoden. Nichts eine Methode kann. Immer gleich machen, passiert nichts. Könntest du den Reiniger theoretisch auch nehmen, vorm Lackieren für die Teile?
würde sicherlich auch gehen, aber gut, wir haben, ich sag mal, wir haben ja einen Wasserreiniger und einen Silikonentferner. Also Wasserreiniger, sag mal, um Fette und Handschweiß, also alles, oder Salze, um die zu lösen. Das ist das eine. So, das würde mit dem Reiniger sicherlich nicht gehen, nee, glaube ich. Entfetten ja. Entfetten, Salzen, genau. So, und das, so, und da, so, und wir brauchen ja auch für den Wasserbasislack, damit wir halt auch die Salze wegkriegen, damit der Lack, sag mal, keine Bläschen schlägt oder sowas, brauchen wir den Reiniger einmal. Und dann klar, Silikonentferner. Ich denke mal, da könnten wir sicherlich auch den anderen Reiniger nehmen als Vergleich. Aber klar, Silikonentferner ist natürlich nochmal was anderes. Der ist dann etwas länger drauf, länger flüchtig. Ja, ja. Okay, so kleben wir erst Dach oder erst? Oh, eigentlich können wir erst die Schutzwand kleben. Ne? Ja. Okay. So, Spritzwand ist drin, ist verklebt. Der Motorraum sieht so porno aus, ich glaube, ich werde da einfach gar keinen Motor einbauen. Das wird mir nämlich jede Menge Arbeit ersparen. Und dann muss ich mich nicht wieder ausbauen. Definitiv. Nein, also ist schon wirklich mal wieder geil geworden. War mir mal wieder ein Fest hier in Lübeck. Danke für die geniale Arbeit. Immer wieder gern. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Jo. Ciao.